Sehr gut, ich muss aber mal looten. Boah, Zeug. Ach, Pfeile, das kann ja nichts werden. Aha. Das Schlimmste kommt noch. Ich hatte schon Angst, jetzt muss ich gegen ihn kämpfen. Ach, WhatsApp, da kommt noch was. Ich soll den Tag nicht vor dem Abend loben. Da kommen noch Gegner. So brechen wir den Tempel auf. Das kann so leicht nicht gewesen sein. Da muss noch was kommen. Ja, jetzt hier, guck mal, guck dir das mal an. Guckt euch das mal an. Wenn das nicht Boss Arena schreit, dann weiß ich auch nicht. Wenn das keine Boss-Arena ist, dann weiß ich auch nicht, was überhaupt eine Boss-Arena ist. Oh, das ist so eine, sowas von eine Boss-Arena. Endkampf. Endkampf, ahoi. Nächste Runde hier. Bin mir nicht sicher, ob ich das tun will. Hier geht's runter. Hier geht's ganz schnell wieder hoch. Na, dann befreien wir mal den Boss. Was bin ich drin? Aha, verstehe. Will ich doch in eine Boss-Arena. Auch wenn das hier förmlich nach Bosskampf schreit. Damit. Ich muss irgendwie darauf kommen. Okay, so nicht. Ist wirklich kein Bosskampf. Im Ernst? Ja, das glaube ich ja kaum. Wir müssen in den Käfig reinspringen. Was für eine sehr blöde Idee, also. Und dann darüber. Von hier am besten. Und auf den Käfig drauf. Das klappen soll. Ich kann ihn runterlassen. Aber wer lässt ihn dann wieder hoch?
viel zu studieren, die Sonne. Oh, ja. Okay, jetzt werden wir hier. Wie kommen wir da jetzt rüber? Ist das eine Idee? Okay, den Sprung schaffe ich. Dazu so viel. Die Musik ist so. Ja. Die Bossfight gibt's danach in der nächsten, im nächsten Raum. Jetzt kündige ich die Musik schon an. Nein! Komm, mach schon. Yes. Das sieht mehr nach einem Bosskampf aus. Die Sonnenköniginnen. Das Feuerritual, bei dem die Königin ihre Nachfolgerin bestimmt. Die auserwählte Priesterin betritt das Kloster. Sie erhält deine Macht und sie wird die neue Königin. Mm-mm. Moment mal. Viele haben für diese Gabe ihre Seelen freiwillig gegeben. Nun lebt die erste und letzte Königin ein Halbleben. Eine Seele in einem verwesenden Körper. Gefäße. Es ist doch nicht die Macht, die sie übertragen. Es ist eine Seele. All diese Königinnen, sie waren... Du, Himiko. Erste und letzte. Oh Gott. Und jetzt willst du Sam. Aber du kriegst sie nicht. Sam. Ein Gefäß für die Seele der Königin. Erstaunlich ereignislos. Ich muss diesem Wahnsinn ein Ende bereiten. Nur ein Story rum. Okay. Ich habe hier den Bosskampf meines Lebens erwartet. Der kommt jetzt in der Seitengasse. Nochmal nachher kein Zurück mehr. Schnelle Reise haben wir ja nie genutzt. Kann ich noch was leveln? Kämpfer. Können wir alles, aber können wir nicht einsetzen. Was auch immer. Die Ausrüstung können wir da was machen.
Bootsbogen. Explosive Pfeile, ja, das ist hilfreich. Gegengewicht. Was sind jetzt explosiven Pfeile? Wie setzt die ein? So. Na dann. Auf den Bosskampf. Der ist nicht los. Sie beratete Königin. Bin ich mal gespannt. Nein, nein, bitte! Lava! Warum tun Sie das, Matthias? Denkst du wirklich, du bist hier die Heldin, Lara? Bei mir ging es immer nur ums Überleben. Wie viele Leben hast du aus gleichem Grund genommen? Hier gibt es keine Helden. Nur Überlebende! Kimiko ist sehr gefährlich, Matthias. Sie ist zornig und rachsüchtig und sie hat große Macht. Eine Sterbliche für eine Königin? Ein guter Preis für die Freiheit, wie ich finde. Glaubst du, es ist Freiheit? Und wieder zurück. Nee, komm. Lecker weg. Verdammt, ich hätte was Wärmeres anziehen sollen. Ich hab das Wärmeres anziehen. Ja, ein Winterfell. Zum Glück gibt es hier keinen Schaden durch Eis. Hier. Quer durchs Eis. Und Dong. So. Wir müssen halt noch ein bisschen von der Seite nachhelfen. In die Mitte muss das.
Wie sollen wir das denn hinkriegen? Weiter hierher. Oha! Aus Reflex gesprungen. Und in der Lava geendet. Warum ist hier ein Tatort? Was sollen wir tun? Da können wir nicht lang. Kann mich fallen lassen und dann verlaufen, dass ich irgendwo festhalten kann. Dass hier einigermaßen erfolglos sein wird. Aber da drüben. Aber wieso sollte ich da wieder runter wollen? Ich wollte ja darüber. Das ist die Brücke dann abgebrochen. Was? Verstehst nicht.
schnell ist echt nicht. Ja, das schafft man nie. Nach oben geht's nicht, nach unten aber auch nicht. Ein Zeichen, wo ich hin muss. Ich kann mich da nirgendwo festhalten. Was alles in der Welt. Ich weiß es nicht mehr, gehen die Ideen aus. Ursprünglich wollten wir hier lang. Nein. Da festhängen und darüber scheint neu zu gehen. Zu tief. Ich suche mal nach einer Komplettlösung. Das könnte sein, wenn ich daran käme. Da komme ich nicht dran. Das macht mich wild. Jump Raider 2013 Workflow. Danke an diese Spieler, die immer Workflows machen. No death, no fear, no gar nichts. Und das Spiel dann in 5 Stunden durchspielen. Das ist dann ein Weltrekord machen. YouTube-Werbung. Viel zu lange. Wir müssen ja schon ziemlich nah am Ende sein, wenn wir im Tempel sind. Wir müssen auf den letzten Metern sein. Tatsache. Kann sich bei mir nur noch um Stunden handeln. Und Workflow sind das Minuten. Okay, das habe ich gemacht. Die Eiswand hoch. Okay, hier entlang. Ja, da bin ich jetzt auch. Ja, nu? Oh. Ich Dummkopf. Ich bin blind und dumm. Ich bin blind und dumm. Ihr im Stream habt das jetzt sofort und in der Aufzeichnung habt das sofort gesehen. Ich bin blind und dumm. Hier. Ich schwöre, die habe ich echt nicht gesehen.
Die Glocke da oben. Ich hab's echt nicht gerochen. Oha. Ach, scheiße. Löst sich alles auf. Lara, Vorsicht! Die Mistkerle kommen in deine Richtung. Wir haben alles getan, um sie aufzuhalten. Danke, Reyes. Geh zum Boot. Wenn ich nicht zurückkomme. Wir werden nicht ohne dich fahren. Wir warten. Ach, Scheiße. Nein. Und da der nur noch Minuten im Wohnzimmer hat, 2-3 Minuten. Na gut, hier muss nichts heißen, dass da kein Bosskampf mehr kommt. Die zwei Hardwork-Spieler, die schaffen einen Bosskampf auch normalerweise dann in einer Sekunde. Wohin mit mir? Hierhin mit mir. What the fuck? Nein. Nein. Hier rein. Okay. Schnell hoch hier. Headset von dir. Sie gehören. Nein, nein. Wo hätte ich hingesollt? Nein. Sollten wir das hier heute wirklich noch schaffen? Dann schaue ich mal nach, was wir am Sonntag dann machen. Da brauche ich dann ein neues Projekt. Und zwei für die nächsten Tomb Raider Teil. Ich glaube, ich muss nach unten, oder? Hier nach unten. Oder nicht? Ich will da rüber zu dem Turm da drüben. Erstmal aufs Dach steigen. Da bin ich dort rein. Okay, hier geht's runter. Nach links geht's auf keinen Fall. Was los? Und jetzt. Lagerplatz. Nimmt eh keine Punkte.